So, Herr Lenzen, wir fahren ja jetzt nach Bispingen zum Snowdome. Haben Sie denn schon Erfahrung mit Skifahren? Das ist schon sehr, sehr lange her. Ah, okay. Also ich habe als Junge, mit 16, 17, 18 und noch glaube 2 Jahre vorher mit meinen Eltern Skiurlaube in Bayern verbracht. Aber das ist bei mir relativ spärlich gewesen, weil ich habe zu der damaligen Zeit ja sehr, sehr intensiv Eishockey gespielt. Und das sind ja nun beides Wintersportarten, ja. Und dann kam das Skifahren ein bisschen zu kurz. Nee, cool. Also Eishockey haben Sie dann auch hobbymäßig dann gemacht? Nee, oder? Nicht hobbymäßig. Nee, das ist schon relativ sportlich ambitioniert gewesen. Aha. Habe in der Nordrhein-Westfalen-Auswahl gespielt, erweiterter Kader Nationalmannschaft, wow, und Junioren-Bundesliga. Also das war schon auf dem Weg zum Profi. Und dann Jurist geworden. Sie und dann zum Glück Jurist geworden. Sie sind ja Rechtsanwalt. Ja. Müssen Sie dann immer Recht haben? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Also das ist, das Recht ist ja auch sehr subjektiv, nicht? Und ich kann ja nicht erwarten, dass mein subjektives Rechtsempfinden, das ist ja das Schöne beim Anwaltsberuf, ich muss ja nicht wirklich objektiv sein. Ja, ich darf ja für meinen Mandanten Partei ergreifen und somit auch parteiisch sein. Und dann kann ich auch nicht immer erwarten, dass ich immer Recht kriege. Wobei vor Gericht bin ich schon immer haben. Das hoffen wir auch. Und wir drehen die Zeit ein wenig zurück, gehen in die Vergangenheit. Sie sind in Krefeld geboren und auch aufgewachsen, richtig? Ja. Richtig. Dort auch zur Schule gegangen? Da zur Schule gegangen, da mein Abitur gemacht und da auch Eishockey gespielt. Wow. Wie waren Sie in der Schule? Ich glaube, ich war ein ganz anständiger Schüler. Immer dann, wenn es darum ging, dass mich wirklich was interessiert hat, dann fiel es mir auch sehr, sehr leicht. Aber es gab natürlich auch das eine oder andere. Aber das kennt ja jeder. Ich glaube, das muss bei jedem Schüler so sein. Auf jeden Fall. Nee, Sie haben dann ja auch Zeit dann für Hobbys gehabt. Also so war es nicht, dass Sie wirklich die ganze Zeit nur hinter dem Tisch saßen und gearbeitet haben? Nein, natürlich nicht. Die Zeit habe ich auch noch während des Studiums gehabt. Nee, und dann haben Sie sich für Jura entschieden. Ja. Wie kamen Sie auf diese Idee? Der Wunsch, der war relativ rasch da. Ah, okay. Ich war in den Klassen, in denen ich in die Schule gegangen bin, meistens Klassensprecher. Ah, okay. Und habe mich schon immer für andere eingesetzt. Ich war in den Eishockey-Mannschaften auch meistens der Kapitän. Mhm. Und wenn man dann lernt, für jemand anderen zu sprechen, dann bekommt man auch eine starke Affinität dazu. Und mir hat das immer gefallen, für andere einzutreten und versuchen zwischen Parteien zu moderieren. Ne? Also wenn unterschiedliche Auffassungen da waren, Streit zu schlichten, was nicht heißt, dass ich hier mal dazwischen gehauen habe. aber dann, der Wunsch war relativ schnell da und dann habe ich im erweiterten Familienkreis einen befreundeten Anwalt gehabt, der war Strafverteidiger. Okay. Und das hat mich total fasziniert, weil das ein ganz, ganz fremdes Feld war, von dem ich keine Ahnung hatte. Von Straftaten, Straftätern, Häftlingen, Vollzugsanstalten, Milieu und was da alles dazugehört. Wow. Das war eine ganz fremde Welt und die hat mich irgendwie fasziniert. Und vor allen Dingen hat mich eines immer fasziniert, dafür zu sorgen, dass niemand unschuldig im Gefängnis kommt. Und da haben mehrere Prozessbesuche, die ich hatte oder an denen ich teilgenommen habe, die haben mir da auch so ein bisschen noch die Augen geöffnet und ja, den Wunsch aufkeimen lassen, Strafverteidiger zu werden. Wow. Und Sie sind dann ja auch, auf jeden Fall haben dann Ihr Studium durchgemacht. Hatten Sie aber auch den Gedanken, dass Sie aufhören möchten, irgendwann zwischendurch? Nee. Gar nicht. Aber das ist natürlich auch so eine Einstellungsfrage. Ich weiß gar nicht, ob ich nach 8 Semestern, 9 Semestern, wenn es mir gar keinen Spaß mehr gemacht hätte, ob ich dann abgebrochen hätte. Ich bin anders erzogen worden. Also bei uns, meine Eltern haben mich gelehrt, was ich anfange, das bringe ich auch zu Ende. Genau, ich hätte dann vielleicht noch was anderes hinterher studiert oder hätte nach dem ersten Staatsexamen aufgehört. Ja. Aber das erste hätte ich, glaube ich, immer zu Ende. Wow. Es sei denn, ich hätte nach 2 Semestern abgebrochen. Ne? Ja, so eine Anfangsphase, wo man schaut, mal reinschnuppert, das ist ja was anderes. Da kann man das ja noch. Nee, aber ich habe auch nie den Wunsch gehabt. Also ich habe nie daran gezweifelt, dass das richtig ist, was ich da tue. Ja, wie gesagt, in den 80ern haben Sie ja dann in Konstanz Rechtswissenschaften studiert. Was war denn der Unterschied zwischen dem Job an sich, also dem echten Job, und dem Job im Fernsehen als Anwalt? Oh, jetzt springen wir ja. Ne? Ja. Also da gibt es einen ganz schönen Unterschied, den man sehr, sehr leicht erklären kann. Wenn ich im Gerichtssaal aufgestanden bin, plädiert habe und danach kam das Urteil, ja, dann ist es hin und wieder passiert, dass der Mandant abgeführt wurde und in Haft musste. Oh.
Wenn ich bei Alexander Holz zum Beispiel plädiert habe, dann haben wir uns nach dem Plädoyer auf die Schulter gehauen und haben gesagt, das hast du gut gemacht gerade. Sie haben gut gespielt. Oder? Ja, wenn ich bei Lenz und Partner gedreht habe, dann war das nachher auch immer mit einem freudigen Ende. Nicht, weil man sich dann nach dem Dreh gratuliert hat und auf die Schulter gehauen hat. Nee, und vielleicht dann noch einen Kaffee miteinander getrunken hat. Es ist einfach leichter. Fernsehen ist zeitlich sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr intensiv. Ja. Aber der Anwaltsberuf ist natürlich mit den Tragödien, die man dann erlebt, auch auf Opferseite, nicht? Also das muss man auch mal sagen. Man hat ja nicht nur den Täter vor Augen, man hat ja die Opfer vor Augen, denen was Schlimmes passiert ist. Das hat nichts Leichtes. Das ist sehr intensiv, das nimmt einen mit. Das legt man abends auch nicht ab. Yeah. Das ist der große Unterschied zum Fernsehen. Wenn der Drehtag zu Ende war, dann konnte man ins Kino gehen oder sich mit jemandem noch treffen. Aber das ist auch eine spannende Frage. Wie geht man wirklich damit um? Also reden Sie dann auch mit der Familie darüber? Sie dürfen ja über die Fälle, darf man ja nicht reden. Genau. Sie sind ja als Anwalt zur Verschwiegenheit verpflichtet. Yeah. Aber natürlich spricht man über Schicksal, ohne Namen zu nennen oder ohne nähere Sachverhalte darzulegen. Aber wenn ein zum Beispiel eine Familie, ein Vater kommt in Haft 3,5 Jahre, weil er einen Betrug begangen hat oder mit Drogen gedealt hat oder eine Körperverletzung begangen hat und die Frau steht alleine auf einmal mit den beiden Kindern da und die wissen nicht mehr, wie die Wohnung bezahlen sollen, dann ist das was sie ja hin und wieder zu Hause auch mal erzählen. Nee, wir haben jetzt auch einen krassen Sprung, wie Sie auch schon gesagt haben, gemacht. Aber was noch wichtig wäre, hatten Sie denn eigentlich Vorbilder in Ihrer Kindheit? Ich habe ganz bestimmt ein Vorbild im Sport gehabt. Das ist ein Krefelder Spieler gewesen, der während seiner aktiven Laufbahn sein Medizinstudium zu Ende gebracht hat, Bundesliga spielte. Und er hat dann in der vorletzten Saison, in der Verteidiger gespielt hat in Krefeld, auf einmal einen Doktortitel hinten auf dem Trikot gehabt. Weil er nebenbei eben auch noch promoviert hat. Wow. Und das hat mir total imponiert. Da habe ich damals zu meinem Vater gesagt, das wirst du dir merken. Also ich werde irgendwann Bundesliga da unten spielen und auch den Doktortitel hinten auf dem Rücken haben. Nun, also Bundesliga habe ich in der Halle nie gespielt. Den Doktortitel habe ich aufgegeben, das haben wir aufgestrichen, aber zum Jurastudium. Aber habe ich mich dann doch entschlossen. Ja. Sehr schön. Ja, wir sind jetzt auch gleich schon rein, bis beginnt. Und dann filmen wir auf jeden Fall auf der Piste. Ich bin mal gespannt, was ihr da von mir erwartet, was ihr wollt. Ich habe selber noch nie gemacht, aber wir werden schauen. Na, vielleicht machen wir eine Schneeballschlacht. Zumindest dann. So, jetzt habe ich mich mal umgezogen, ja. Ne? Aber ich glaube, die Höhe ist ein bisschen gefährlich, oder? Also wenn man es noch nie gemacht hat, mein lieber Freund, dann wäre ich da sehr, sehr vorsichtig mit. Und vor allen Dingen, wir haben eine Kamera dabei, ja. Wenn man was nicht kann, dann sollte die Kamera aussagen. Auf jeden Fall. Also meine Erfahrung. Nee, dann lassen wir. Wir gehen später mal auf den Lift. Ja, gern. Können wir mal hochfahren ein bisschen. Kriegen wir mal ein bisschen Gefühl davon. Auf jeden Fall. Aber was ich mich gefragt habe, auch im Auto schon, Sie wollten ja Eishockeyspieler werden. Ja. Aber wieso hat es dann am Ende nicht gereicht, um wirklich ganz oben? Also es war am Ende eine ganz schwere Verletzung. Ach so. Und damals war die Medizin noch nicht so weit. Und ich glaube, wir haben da auch den Zeitpunkt von der Operation verpasst. Tatsächlich muss ich aber sagen, nach 5 Naseneinbrüchen hatte ich irgendwann mal erheblichen Respekt. Und ich glaube, ich habe auch ein bisschen Angst gekriegt. Ah, okay. Und deshalb hat es mit dem Amateursport ganz gut gereicht. Das war okay. Mhm. Das war auch noch sehr, sehr gut. Und dann habe ich ja Trainerscheine gemacht. Und der Trainerjob, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir nachher fast noch mehr Spaß gemacht, als selber zu spielen. Ich habe in der Schweizer Mannschaften trainiert. Könnte sogar, glaube ich, zweite Bundesliga noch trainieren. Wenn der Trainerschein noch gültig ist. Krass. Muss ich mal schauen. Ja, dann kann ich ja vielleicht auch mal vorbeischauen einmal. Ja. Wenn ich da mal auch lernen kann. Machen Sie es denn auch immer noch? Also fahren Sie noch ein bisschen Eishockey? Also ich habe mal für 2 Charity-Spiele nochmal die Schlittschuhe angezogen und hatte die große Ehre, nochmal mit Uwe Krupp zu spielen. Oh, das war toll. Nationaltrainer und Stanley Cup-Sieger. Einer der wenigen Deutschen. Ich glaube, es gibt nur 2 Deutsche, die es geschafft haben, Seidenberg und er.
Das war toll. Wow. Aber jetzt heute, es ist gut. Ja, die Zeit ist rum. Ja, und als Sie Ihr Referendariat gemacht haben, waren Sie in Rio de Janeiro, habe ich mir sagen lassen, und haben dort Portugiesisch gelernt. Genau. Wie kam diese Liebe zu diesem Land zustande? Also es war, der eigentliche Anlass war die Musik. Ah, okay. Es gibt da zwei ganz große Musiker, João Gilberto und Tom Jobim. Die haben mich immer inspiriert, die fand ich immer schon toll. Und ich wollte das Land sehen, wo die Musik geboren ist. Und das war der Grund, dahin zu fahren. Und dann hat mich natürlich eine neue Sprache gereizt. Ich wollte unbedingt Portugiesisch lernen. Und was mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen ist. Sehr schön. Ja, und einer Ihrer Lieblingsautoren ist Hoffmann. E.T.A. Hoffmann. Wieso hat ihn gerade dieser Lieblingsautor wirklich so fasziniert? Also ich glaube, Hoffmann ist, für mich ist er derjenige, der die schönste deutsche Sprache jemals, die jemals geschrieben wurde, aus Papier gebracht hat. Jetzt kommt aber dazu, der Hoffmann ist Jurist. Wow. Der hat als Richter gearbeitet, der ist Schriftsteller, der ist Musiker gewesen und gleichzeitig noch Maler. Und es gibt eine Geschichte, da hat er zu des Königs Geburtstag den Gerichtssaal bemalt, in der nachher des Königs Geburtstag gefeiert wurde. Und die Musik zu dem Geburtstag, die hat er, wenn ich mich recht entsinne, auch noch selber komponiert. Und ich glaube, er hat auch noch das Orchester dirigiert. Also alles in einem Saal, das werden wir als Juristen niemals schaffen. Niemals. Aber jemand, den ich sehr bewundert habe. Sehr schön. Ja, und vielleicht auch die Frage, was hätten Sie früher lieber gemacht? Detektivgeschichten gelesen oder eben auch Gruselgeschichten gehört? Das ist einfach. Ja? Detektivgeschichten. Gruselgeschichten habe ich es nicht mit. Nee, cool. Nee, das brauche ich nicht. Grusel muss ich mir nicht. Ja, sehr schön. Und Ihr Lieblingsmotto ist es, jede Chance kommt wieder. Ja. Hat sich das in Ihrem Leben auch gerade mit dem Erfolg auch bewahrheitet? Ja, also wenn man jetzt gerade mal so anschaut, mit dem Eishockeyspieler ist das ja nicht so viel geworden. Schade. In der Jugend war es sehr ambitioniert und auch gut. Den Profi habe ich nicht gepackt. Ich habe weitergemacht und bin Trainer geworden. Und ich glaube, wenn man das Beispiel nimmt, dann ist es immer im Leben so. Wenn man mal etwas nicht schafft, heißt es einfach nicht verzagen. Mit dem gleichen Einsatz weitermachen und dann kommt die nächste Chance. Ne? Wenn ich die Stelle nicht kriege, kriege ich vielleicht die nächste. Vielleicht die nächste viel, viel toller als die ich jetzt habe. Nicht? Also, das heißt wirklich nicht aufgeben, weitermachen. Immer wieder aufstehen. Wow, das sind schöne Worte. Und jetzt kommen wir auch ein bisschen auf Ihr Privates. Sie sind ja verheiratet und haben einen Sohn. Ja. Und ich habe mal gelesen, dass Sie sich mehr Zeit für Sie wünschen. Ich glaube, da haben Sie entweder, vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt. Ja. Also Tatsache ist, ich habe eigentlich immer genug Zeit für die gehabt, weil ich mir die Zeit freigeschaufelt habe. Ja. Ich habe wenig Zeit mit meinen Freunden verbracht, so gut wie gar keine mehr. Und habe denen das auch relativ rechtzeitig gesagt, dass sie sich jetzt mal ein paar Jahre gedulden müssen, bis ich wieder Zeit habe. Und die ganze Zeit habe ich eben wirklich für meine Frau und für meinen Sohn verwandt. Und ich bin total glücklich, dass ich das auch so gemacht habe. Und heute mache ich das immer noch so. Ja, jede freie Minute. Das ist wirklich vorbildhaft und Respekt davor. Und ich habe auch Respekt davor, dass Sie so viel arbeiten und sehr viel Energie und Kraft dadurch auch verbrauchen. Aber wie erholen Sie sich denn davon? Also ich glaube, das Geheimrezept ist, wenn man so viel tut und so viele unterschiedliche Dinge tut, dass einem die Spaß macht. Und ich ziehe tatsächlich aus der Arbeit selber Kraft und Freude. Wow. Das ist, ja, aber es ist natürlich sehr außergewöhnlich für mich, was ich leben darf. Nicht? Ich darf einmal meinen Beruf als Anwalt leben, den ich immer ergreifen wollte. Ich darf als Moderator arbeiten fürs Fernsehen. Und ich darf genauso gut noch auf der Internetpage arbeiten, die wir haben. Und dann bin ich auch noch in der Werbung unterwegs und darf viele unterschiedliche Firmen kennenlernen und Leute kennenlernen, Unternehmer, die eigene Ideen haben, die mich auch wieder inspirieren. Aber das ist eine Ausnahmesituation, die ich habe und ich weiß das. Aber deshalb kann ich sagen, ich ziehe die Freude auch aus der Arbeit. Sehr schön. Also wirklich. Also mit Leidenschaft dahinter und das freut uns. Und jetzt wollen wir auch zur Award-Übergabe rübergehen und gehen in die Hütte. Das freut Auf geht's. Ja, für Sie. Sie können sich hier vorne hinsetzen. Wie versprochen, kommen wir später gleich noch zur Award-Übergabe. Ja. Zuvor noch zwei, drei kleine Fragen. Bitte. Ja. Sie haben ja unter anderem auch Europawissenschaften
am Europa-Institut in Saarbrücken studiert. Genau. Richtig? Also sind Sie wahrscheinlich auch mit der Lage zurzeit mit dem Euro, Europa-Krise bewandert. Hat denn Europa eigentlich noch Zukunft, Ihrer Meinung nach? Also wenn wir die Frage jetzt verneinen würden, dann könnten wir, glaube ich, zumachen. Ja. Ich habe diese Tage, und das ist auch, glaube ich, gar nicht so von der Hand zu weisen, einen Bericht gelesen, der sich mit der neuen Situation in Amerika auseinandergesetzt hat, die für mich sehr erschreckend ist. Ja. Aber derjenige, der geschrieben hat, der hat die These aufgestellt, dass es eine Chance für Europa sein könnte. Wenn wir nämlich wieder Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir, wenn wir enger zusammenrücken, dass wir dem standhalten können, was uns da gerade an Gegenwind kommt. Und ich glaube, wir sind gut beraten, unsere eigenen Egoismen ein bisschen zurückzusetzen. Und wenn jeder, so glaube ich, daran mithelfen will, etwas zu schaffen, dann hat Europa auch eine Chance. Aber wenn jeder glaubt, dass er sein eigenes Land protektionieren muss, schützen muss und nichts abgeben will, dann hat Europa keine Chance. Also wir können nur hoffen. Aber meinen Sie auch, dass man zum Beispiel jetzt politisch gesehen Trump auch vertrauen kann? Nein. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Trump ist völlig unberechenbar. Das ist ein Selbstdarsteller, der nur sich selber im Kopf hat und seine eigenen Maxime, die er vielleicht aus der Wirtschaft gelernt hat, glaubt, die jetzt in die Politik umzusetzen oder umsetzen zu können. Also das gerade, was mit der Mauer in Mexiko, was er da geäußert hat, da habe ich kein Verständnis für. Ich würde zum Schluss nochmal in der Sendung auf Ihr soziales Engagement eingehen. Ja, Sie unterstützen ja vielseitige Projekte. Und wieso ist Ihnen gerade dieses soziale Engagement wichtig? Ich glaube, das gehört zu unseren sozialen Aufgaben, dass wir alle irgendetwas Soziales tun. Denn uns geht es ja nun relativ gut. Also für mich darf ich das mal auf jeden Fall sagen. Ich glaube, da ist angezeigt, dass man auch etwas zurückgibt. Und das Letzte, das Neue, was ich jetzt angefangen habe, ist ein Engagement für den Weißen Ring, wo ich jetzt als Botschafter mich engagieren möchte. Das ist für mich ein ganz wichtiges Projekt. Opfer von Gewalttaten brauchen Gehör. Und der Weiße Ring macht nicht nur das, sondern der unterstützt die auch, wie sie in den Alltag zurückfinden. Man muss sich das vorstellen. Menschen, die Opfer von einer Gewalttat geworden sind, die schämen sich ja meistens. Völlig verrückt. Eigentlich sollte sich der Täter schämen, nicht? Aber die schämen sich und haben wenig Mut, sich wieder zu öffnen, auch Fremden zu öffnen. Und das tut der Weiße Ring. Der hat ganz viele nebenamtliche Mitarbeiter, aber auch hauptberufliche, die dabei sind, und ich versuche meinen Teil dazu zu geben. Sehr schön, also wirklich da auch Respekt vor ihm. Wir finden es vorbildhaft, was Sie alles erreicht haben und was Sie auch nebenbei machen. Und ja, und bedanken uns erstmal natürlich für Ihre kostbare Zeit, die Sie uns heute zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt kommen wir zum Award. Wir verleihen Ihnen den Mein Vorbild Award für Ihren schauspielerischen Beitrag für das deutsche Fernsehen. Ja, die Klärung von Rechtsfragen ist ein zähes Unterfangen, aber Sie geben das Ganze noch mehr Leben durch interessante und unterhaltsame Beiträge. Ja, und es ist einfach alles, Motivation, Ausdauer, Disziplin und Freude an der Arbeit. Das vereinen Sie und das haben wir gesehen und das sehen sehr, sehr viele Jugendliche und Kinder in diesem Land. Und es freut es mich sehr, Ihnen wirklich den Mein Vorbild Award zu überreichen. Herzlichen Dank. Sie machen mir damit eine wirklich große Freude. Ganz ehrlich. Wir bedanken uns. Danke. Wobei ich ja glaube, dass andere noch viel bessere als Vorbild geeignet sind als ich. Nein, aber toll. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke Ihnen. Der wird einen Ehrenplatz auf meinem Schreibtisch bekommen, beziehungsweise hinter mir. Freut uns sehr. Ja? Vielen Dank. Danke, danke.